Ja. Hallo Hansa-Fans. Wie vor jedem Heimspiel, auch heute wieder ein paar Fan-Impressionen rund ums Stadion, wobei wir sie inzwischen ja Fan-Impressionen vom Stein nennen können, weil viel weiter kommen wir immer nicht. Wenn ihr diese Bilder zu Hause über euren PC flimmern seht, dann wird der FC Hansa Rostock endlich den ersten Dreier gelandet haben. Mit 20:0 Chancen haben wir die Alemannia an die Wand gespielt und letztlich durch ein schmutziges 1:0 in der Nachspielzeit Kopfball Piet Schürber gewonnen haben. Kopfball Piet Schürber, da war doch nochmal was. Ja, was gibt es sonst noch so vor dem Spieltag zu berichten? Wir haben einen sehr jungen, 26-jährigen Schiedsrichter, Marcel Unger, könnte mein Sohn sein. Er ist als Kartengott bekannt, armer Micha Wiemann. Egal, die fünfte Gelbe, auch die kannst du gut absitzen. Da wir nur das Ergebnis wissen, brauchen wir die Fans hier um uns rum eigentlich nicht zu fragen, wie es ausgeht, sondern heute werden wir mal die Stimmgewalt unserer Hansa-Fans testen und sie ein bisschen was singen lassen. Mal gucken, wer sich hier im Sängerwettstreit der FC Hansa sucht den Superstar durchsetzt. Bis gleich. Bereit? 3, 2, 1, 0. Hansa forever, für alle Zeit. Hansa forever und für die Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich, niemals! Hansa forever und unendlich. Eine frische Fahne gekauft, gerade bei erwischt. Ne? Ja, wickel mal aus deinen neuen Schatz. Wunderbar, 1965, Ostseepower Hansa Rostock. Dem Morgengrauen entgegen ziehen wir gegen den Wind und wir werden alles zerlegen, bis wir deutsche Meister sind. Ne? Prima, perfekte Flagge, oder? Wie heißt du? Eile. Eile, und du bist, lass mich überlegen, du bist 5 Jahre alt. Richtig? Und großer Hansa-Fan. Ja. Ihr alle seid große Hansa-Fans. Ja. Heute zum ersten Mal mit dem Stadion? Nein, ich bin das zweite Mal. Das zweite Mal? Was war dein erstes Spiel? Hansa. Hansa Rostock, du sollst strahlen, wie der erste Heiligenschein. Und überall soll es strahlen, Hansa Rostock, mein Verein. Tschololalalalala. Tschololalalalala. Hansa hat gewonnen bei deinem ersten Spiel? Nee, 2:0. 2:0 gewonnen. Na, dann bist du ja unser Maskottchen heute. Und gegen wen spielen wir heute? Gegen Aalen. Egal. Gegen Aalen, sagt die Oma. Hm, ja. Fast. Was meint ihr? Gegen wen spielen wir? Gegen Aachen. Also gegen Aachen spielen wir. Ja. Das ist ja 3:1, ist egal. Ne? Hauptsache wir gewinnen da heute 3:1. Aufsteigen. Aufsteigen? Die Fahne meint, die Flagge meinst du? Ja. Weil so ein bisschen Sorgen macht uns der junge Schiedsrichter heute. Weißt du denn, wer das ist? Nein. Marcel Unger. 26 Jahre, sein erstes Zweitligaspiel überhaupt. Der ist ganz schön nervös. Ja, Hansa-Fan. Hansa-Fan, meinst du? Hansa-Fan. Man nennt ihn den Kartengott. Hat in der letzten Saison 12 Spiele, 43 gelbe, 7 rote verteilt. Ja, wir spielen ganz sauberen Fußball, hat gerade keine Chance. Gut. Also wir spielen sauberen Fußball, auch Michi Wiemann. Es fängt an zu regnen. Hansa-Wetter, Fritz-Walter-Wetter. Wir gewinnen hier heute. Ja, bringen mal die Kamera schnell in Sicherheit. Und wir gucken noch, dass wir ein schönes Spiel trotzdem sehen und gewinnen. Ne? Viel Spaß euch. Ciao. So, jetzt fängt es richtig an zu regnen hier. Ich habe mir schon mal einen trockenen Platz gesucht. Alle anderen Leute auch. Es wird ein bisschen eng hier beim Fan-Artikel-Shop. Die Fan-TV-Jungs, die Hansa-TV-Jungs, lasse ich da unten mal ein bisschen im Regen stehen und werden mal ein bisschen was erzählen. Also hier ist trocken, Basti. Wie geht's dir? Kommt noch, hier ist noch Platz. Also 10 Mann passen mindestens noch drunter. So. Auch die Kogge-Verkäufer verkrümeln sich hier. Mensch, ihr sollt Koggen verkaufen da. Der trockene Koggen haben wir noch. Ja, trockene Koggen haben wir noch. Also trockene Koggen sind noch da. Basti, es hat keiner gesagt, du kannst reinkommen. Hier, grüßt die Spreekogge Berlin, alle Hansa-Fans! Mensch, ein Trommler. Ja. Ne? Wo stehst du sonst immer? 8-9. 8-9. Und da trommelst du schon seit wie vielen Jahren? Jetzt erst letzte Saison wieder, ja. Weil ich vorher in Papenburg gewohnt habe. Okay, aber jetzt hier voll mit dabei? Ja, logisch. Auch bei diesem Mistwetter? Ja klar, Hansa unterstützen. Und du kannst das ziemlich gut mit der Trommel? Das geht so, ja. Kannst du uns mal eine kleine Kostprobe geben, wenn wir um die Ecke gehen? Können wir machen. Gut, komm Basti, er macht spontan mal, zeigt er uns mal, was er drauf hat. Oh!
Gut. 2-1. Wer macht die Tore? Wir. Alle drei? Ja, ja gut, wir haben schon ein paar Eigentore gemacht, das ist richtig. Aber eigentlich hast du recht, wenn wir 2-1 gewinnen, dann kann der Micha Wiemann auch mal wieder einen selber reinsammeln. Nee, wer schießt denn, sag mal, kennst du so ein paar Spieler von? Ziegenbein und Schied schießen die Tore, das heißt, Schiedi wird ja dann erst vermutlich so zum Ende eingewechselt, oder was meinst du? Ja? Gut, also Ziegenbein und Schied machen die Tore, beim gegnerischen Tor sind wir uns nicht ganz einig, aber 2-1 Sieg für Hansa. Perfekt, 3 Punkte, 8. Platz, sehr schön. Wo, wie heißt du? Lukas. Lukas, und du kommst woher? Hier aus Rostock. Hier aus Rostock, also ein kurzer Weg. Und bist auch schon öfter mal im Stadion gewesen? Ja. Ja, man sieht's am Schal, großer Hansa-Fan. Schirm ist mit dabei, ich kann nicht schief gehen. Auch ein T-Shirt. Auch ein T-Shirt drunter, ein Hansa-T-Shirt? Ja. Ne, müssen wir jetzt kontrollieren. Aber unter dem Schirm schön bleiben, nicht, dass du... Zurück aus dem Urlaub, das Aufstiegs-T-Shirt, perfekt. Ne? Mit vielen Unterschriften mit drauf. Ja, hinten auch. Wer ist das da? Das ist Stock. Joe Stock, nicht mehr dabei, bei uns zumindest nicht. Und der hier oben? Weiß ich nicht. Gekrickelt. Hollmann, Hartmann. Vielleicht eine Kombination aus beiden. Nee, aber egal. Schönes T-Shirt, viel Spaß euch und den ersten Heimsieg. Danke. Ciao. So, jetzt haben wir die Stimmengewalt der Hansa-Fans doch gut auf die Probe gestellt. Laut waren sie, textsicher waren die meisten auch und hoch motiviert. Das sollte uns reichen. Im Stadion werden jetzt geschätzt 15.000 Zuschauer auch richtig Alarm machen. Abschließend heute noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, auch eine etwas ernstere Sache. Wir haben einen kleinen Hansa-Fan, den Daniel, der ist 10 Jahre. Und den Daniel hat eine sehr heimtückische Krankheit erwischt, ganz hinterrücks hat sie ihn erwischt. Und zwar die Leukämie und eine sehr seltene Form. Und ohne uns, ohne unsere Hilfe, wird der kleine Daniel es nicht schaffen. Er wird nicht wieder ins Stadion gehen, um seinem FC Hansa zuzujubeln. Deswegen hat die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspende, eine Typisierungsaktion am 17.09. ins Leben gerufen. Die Daten seht ihr gleich eingeblendet. Es wäre schön, wenn viele von euch an diesem Tag, an diesem Sonnabend, zu dieser Typisierungsaktion kommen könnten. Es ist nur ein kleiner Pieks. Es tut wirklich nicht weh, verspreche ich euch. Und was wäre cooler, als wenn ein großer Hansa-Fan einem kleinen Hansa-Fan das Leben retten könnte? Wäre echt cool, wenn viele von euch kommen. Vielen Dank.